Hallo, liebe Freunde der gepflegten Wirtschaftsstrategie-Simulationsspiele. Willkommen zurück zu Offworld Trading Company. Ich hatte ja eigentlich am Anfang des letzten Videos angekündigt, beziehungsweise im Laufe des letzten Videos, dass es vielleicht die letzte Runde wird, weil ich ein bisschen frustriert war, weil wir wieder das Problem hatten, kein Wasser, also das Wasser war zu teuer und deswegen ist die Kolonie geschrumpft, aber nachdem wir hektisch die Runde beendet haben, konnte ich am Ende des letzten Videos dann doch endlich die Möglichkeit einer Wasserpumpe erwerben und habe somit die Möglichkeit bekommen, dass wir selber Wasser produzieren können, also darauf Einfluss nehmen können, wie teuer Wasser ist. Genauso haben wir auch noch einen Eiskondenser bauen können, der uns auch Wasser produziert. Außerdem haben wir unsere Stromproduktion konstant auf ein Level 2 gebracht und noch die Rakete gekauft. Und noch unsere Elektroteileproduktion etwas verbessert. Ja, und dementsprechend springen wir direkt in die nächste Runde. Steel Shipment, Ressourcenlevel niedrig, keine Auktion. Wir gucken mal so durch, was es so an Kärtchen gibt. Ist das hier schon vergeben? Ja, das sieht so weiß aus. Sind das alle? Ist es nur noch eine? Ach nee, die ist sogar schon vergeben. Hallo? Also das letzte Mal konnte man ja dort, wo schon mal jemand war, nichts mehr machen. Piraten brauche ich nicht. Ressourcenlevel niedrig. Ach guck mal, jetzt schon mal, hier ist schon jemand raus sogar. Die sind alle schon raus. Ah, oh, die sind alle schon. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Das sind also nur noch 3. Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sind nur noch 2 im Spiel. Wir sind alle raus hier, sehe ich gerade erst. Krass. Damit könnte es natürlich passieren, dass das jetzt auch die letzte Runde wird. Starten wir mal. War das die ganze Zeit schon so? Oh Mann, ich bin ein ganz schöner Verpeiler. Habt ihr das bestimmt alle schon gesehen und ich habe es nie gesehen. Das scheint die einzige Karte zu sein. Start. Und dann geht's auch schon los. Karte mit niedrigen Ressourcen. Medium levels of carbon found. Da ist Wasser. Okay, wir pflanzen uns dahin. So, machen wir langsamer hier. Zack. Zack. So, das ist schon mal wichtig. Aluminium. Wo hat er da welches gefunden? Medium levels of aluminum found. Oh, okay, wir gehen dorthin. Silizium bauen wir ab. Wir brauchen noch Iron. High levels of water found. Whoop. Iron. Und die Stahlproduktion dann dementsprechend dorthin. Wir haben jetzt Carbon, wir haben Silizium, wir haben Iron, wir haben Stahl, wir haben Aluminium, wir haben Wasser. Es gibt hier scheinbar keine geothermale Quelle. Na nur gut, noch ist die ganze Karte nicht entdeckt, aufgedeckt. Also Wasser gibt es auf jeden Fall sehr viel hier. Wir machen wieder ein bisschen schneller. Ja, ihr seht, so langsam kommen auch die deutschen Übersetzungen rein. Hier stand beim letzten Formpatch noch Slow und Normal etc. und Fast etc. Wir können schon ein Upgrade machen. Wir haben genug Geld dafür. Ach komm her, dann machen wir das auch. Dieses Sackgesicht, der hat uns tatsächlich schon unsere Metal Mine, aber welche denn? Irgendeine ist schon kaputt gegangen. Ach hier, das Aluminium. Dann bauen wir die wieder neu auf. Das ist natürlich blöd. Haben wir Carbon angeschlossen? Ich glaube nicht. Das haben wir vergessen. Gehen wir mal dorthin. Ja, Carbon hatten wir vergessen. Baut er die jetzt wieder auf? Weil das dauert, glaube ich, ein bisschen. Aluminium. Ja, ist natürlich im Moment nicht verfügbar. Das finden wir blöd. Wieso machen wir Fuel minus? Wer verbraucht denn Fuel, bitteschön? Verbrauchst du Fuel?
The black market is online. Weil es ist ja schön für dich. Wir brauchen auf jeden Fall Strom. 2,4. Ah, ich brauche Geld. Hier, wir brauchen keinen Sauerstoff. Wir brauchen immer noch Geld. Erstmal müssen wir unsere Elektroteileproduktion etwas erweitern. Die wollte ich, glaube ich, hier hinsetzen. Ne, das bringt uns nicht. Da wollten wir das Stahl hinsetzen. Na, dann machen wir sie hier hin. Strom. Tja, was machen wir mit dem Strom? Ich würde gerne mal wissen, wie viel Wind produziert. Leider können wir das im Moment nicht rausfinden, weil wir nicht genug Geld haben, dass wir es bauen könnten, um zu sehen, wie viel es produziert. Water shortage. Water is too expensive. Hier, wir brauchen kein Wasser. Der Sack macht das, glaube ich, künstlich teuer. Und warum produzieren wir nur 0,05 Wasser? Was ist denn hier das Problem? Irgendwas verbraucht Wasser. Wir produzieren doch irgendwie angeblich ein Wasser pro Sekunde. Warum kommt denn nur 0,05 bei uns an? Hat der Sack irgendwelche Piraten eingesetzt? Ich weiß es nicht. Ja, wir verkaufen mal Wasser. Und auch Sauerstoff. Ich habe das Gefühl, irgendwo sind Piraten. So. Ja, wie viel produziert? 0,9, das ist ja nichts. Dann können wir auch 2,4. 2,6. Ja, wir haben noch zwei Claims. Ich würde sagen, dann bauen wir gleich noch ein zweites. Weil, oh, das ist schon wieder so teuer, der Strom. Das ist echt nervig. Gut, wir brauchen... Oh, wir haben ja bald alles. Das finde ich gut. Der Gegner scheint diesmal auch etwas mehr auf Zack zu sein. Wir haben immer noch einen Claim oder ist einfach noch nicht gesetzt? Muss ich jetzt mal aufpassen. Wenn wir noch einen Claim haben, dann würde ich den gerne mit dem Forschungsding besetzen. Wir warten noch, bis unser Stahl da ist. Guck ich mal hier. Geht das jetzt gleich drauf, der Claim? Nö, na dann. Ah, das braucht Stahl, oder? Mist. Full hardware upgrade complete. Yes. Dann würde ich sagen, setzen wir noch ein Stromding. Einfach, um auch tagsüber etwas abgedeckt zu sein. Und gleich haben wir genug Stahl für das Forschungsding. Na los. Und warum haben wir immer noch so wenig Wasser? Ich verstehe es nicht. Die Kolonie wächst. Es gibt keinen Mangel an irgendwas. Das finden wir gut. Das ist sehr gut. Und wo bleibt unser Stahl? Jetzt ist alles da. So, zack. Achso, ich wollte es gleich direkt anklicken. Aber natürlich haben wir, müssen wir warten, bis es gebaut ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der hier... Alter. Ein Haufen Silizium produziert. Oh, wir haben auch sehr viel Silizium. Ja, der Strompreis fällt natürlich jetzt tagsüber. Das ist gut. Weil dann müssen wir... nachts nicht so viel bezahlen. Weil wenn es günstiger ist, kostet es weniger. So, dann hier Upgrade. Gleich am besten noch ein Upgrade hinterher. Dann machen wir es aus und bauen noch ein Ding davon. Setzen das natürlich dorthin. Pirates. I hate those filthy bandits. Ah, da haben wir doch das Problem schon.
Hier sind Pirates unterwegs und wir investieren mal 2000, um hier vom Mr. Superschlaue gleich mal ein bisschen was. Ohoho! Was ist denn hier los? Da Strom nachts sehr teuer wird, kloppen wir da noch was drauf. Und wir haben jetzt noch ein Claim. Oxygen. Nur dann verkaufen wir was davon. Ach so. Oh, ich bin aber auch eine Peilnase. Ich mach mal kurz auf Pause. Jetzt weiß ich auch, warum wir so wenig Wasser haben. Weil natürlich dieses Ding das Wasser verbraucht und zu Sauerstoff und Fuel macht. Und dieses Ding verbraucht es aber gleich wieder und verbraucht aber so viel Fuel, dass wir hier permanent halt nicht genug davon produzieren. Oh, ist das kompliziert. Hier könnten wir auch Wasser rausquetschen, sehe ich gerade. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Aber wir gucken mal, was wir hier jetzt rauskriegen. 1, ja, komm her. Geht's weiter? Und für das Upgrade brauchen wir noch Stahl. Wir könnten jetzt mit ein bisschen... The Black Market is online. Forschung. Robotic Colony expanded. Unsere Stahlsache mal noch ein bisschen verbessern. Und wir sind schuldenfrei. Yeah, geil. Wir produzieren das... Oh, das finde ich fetzig. Und... Unsere Elektroteileproduktion ist... Irgendwie haben wir ein Problem damit. Ach, ich bin ja auch ein Held. Warum baue ich denn... Ne, das ist das Forschungsding. Ich glaube, hier sind Piraten wieder irgendwo. Können wir die auch engagieren. Was ist das? Goon Squad. Ah, das ist protected irgendwie. From enemy sabotage. If target, you will ca- Naja, pff, nee. Das will ich nicht. Nee, ich will das wieder rückgängig machen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Warum ist denn das wieder geblockt? Ach, komm her. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich habe das jetzt gut gekauft. Ja, dann können wir es auch. Protecten wir dort mal was. Das wollte ich jetzt zwar eigentlich gar nicht, aber gut. Tatsache ist, er sabotiert unsere Elektroteileproduktion und das finde ich blöd. Ich weiß auch nicht, ob die Piraten alles abschöpfen oder immer nur einen gewissen Betrag. Full Hardware Upgrade complete. Okay. Machen wir erstmal das Upgrade. Und setzen hier noch was dahin, um endlich auch mehr Chemikalien zu produzieren. Sehr gut. Dafür brauche ich 4000 Geld. Gut. Ich glaube, wir sind langsam an dem Punkt angekommen, wenn du endlich mal Mr. Kollege aufhören würde mit seinen Piraten meine elektronischen Geräte zu mopsen. Wäre das irgendwie sehr toll. Würde ich mich wirklich drüber freuen. Oh, hier Wasser. Ne, Oxygen. Na dann tun wir mal was dagegen. Hehe. Wir haben es jetzt unter Kontrolle, mein Freund. Wir können das Spiel also etwas in die Länge ziehen. Erstmal würde ich sagen... Tschüssikowski. Und wir können schon wieder ein Upgrade machen. New directives received and confirmed. Replicators online. Upgrade in progress. Stand by. Heben wir das mal an.
Aluminium können wir eigentlich auch mal noch upgraden. Das bringt viel Geld. Eisen bringt viel Geld. Your stock is being bought. Oh oh. Jetzt müssen wir langsam mal anfangen zu handeln. Oh shit, haben wir viel Silizium. Jetzt machen wir endlich wieder Plus bei den Elektroteilen. Und jetzt fangen wir einfach mal an hier großflächig Sachen zu verkaufen. Und mein Freund, nicht mit mir. Sehr geil. Jetzt ist endlich wieder unsere Elektroteileproduktion richtig am Rennen. Und ich glaube, wir können das auch bald hier beenden. Oder wie sieht's aus? Ne, uns fehlt. Wie viel brauchen wir? 36.000. Wir haben 27. Naja, ich würde sagen, war ja jetzt etwas besser. Oxygen ist zu teuer. Dann. Huit. Oh, das hat gar nichts gebracht. Krass. Egal. Und Tschüssikowski. Wir haben gewonnen. Continue. Ah, er hat sich dann doch schon ganz schön uns angenähert. Jetzt gucken wir mal, haben wir jetzt die Kampagne beendet? Yes! Also sind alle eliminiert. Eigentlich haben wir doch jetzt gewonnen, oder? Können wir jetzt noch irgendwas machen hier? Müssen wir irgendwie alles freischalten? Kaufe ich mal den Pleasure Dome. Andere war eh nicht so interessant. Ah ja, won! Wir haben gewonnen! Juhu, da hat es sich ja gelohnt, dass wir die in der vorangegangenen Runde doch noch gesagt haben, wir hängen noch eine dran. So langsam check ich es auch, worauf ich achten muss, was wichtig ist. Ja, und das ist doch eigentlich eine gute Gelegenheit, drüber nachzudenken, ob wir noch mit einer anderen Fraktion nochmal die Kampagne anfangen. Wenn ihr das wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde ich mich drüber freuen. Ich würde dann dazu auch, glaube ich, eine neue Playlist starten, einfach, um das ein bisschen abzugrenzen. Wenn ihr aber sagt, oh nö, das ist jetzt langsam alles irgendwie so ein bisschen öde geworden, kann ich auch verstehen. Es ist halt immer oft dasselbe. Auch jetzt war die Runde ja relativ schnell zu Ende. Dann schreibt das auch mal rein, wenn ihr irgendwelche Spiele gerne sehen wollt und die ich mal anfangen kann, dann immer her damit. Ich sehe dann zu, was ich davon umsetzen kann. Wenn es euch natürlich, also wenn es euch generell gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben, da freue ich mich super drüber. Ja, und ansonsten zu dem Spiel. Ihr habt ja gemerkt, dass zwischendurch war, habe ich ein bisschen dran gezweifelt. Also ich bin immer noch der Meinung, dass es für den Preis nicht genug Content bietet. Aber was natürlich auch sein kann, ist, dass der große Part eher auf dem Multiplayer-Modus liegt. Allerdings muss ich mir dazu gestehen, das traue ich mir nicht so richtig zu, zumindest nicht gegen unbekannte Gegner. Ich habe aber auch noch nicht reingeguckt, ob dieser Multiplayer-Modus irgendwie so eine Art Filterfunktion bietet, dass man jetzt gegen Gegner antritt, die ungefähr auf meinem Niveau wären. Das fände ich gut, kann ich ja mal gucken, aber macht euch nicht zu viel Hoffnung, dass ich da irgendwie was dazu mache, weil so bei Strategiespielen im Multiplayer-Modus, da fehlt mir doch sehr der Skill dazu. Also ihr habt ja schon gesehen, dass ich manche Sachen sehr verpeilt habe. Und deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie irgendjemand sehen will. Ja, aber trotzdem, ich kann es mir ja mal anschauen und dann werdet ihr sehen, ob dazu was kommt oder auch nicht. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns eventuell noch zu einer neuen Kampagne mit einer anderen Fraktion wieder oder zu irgendeinem anderen Video bei mir auf dem Kanal. Würde ich mich freuen. Macht's gut. Ciao, euer O'Hare.